Willkommen zurück bei der Folge 11 bei Monkey Island 2 Special Edition. Wir waren die letzte Folge. Sind wir hier wieder zurückgefahren nach, wie heißt die Insel nochmal? Ah, das sehen wir dann nicht, ne? Wir sind hier auf Fat Island tatsächlich, nachdem wir vor Fruity Island waren und eigentlich geglaubt haben, dass wir hier mehr Geld bekommen für die versunkene Galionsfigur. Ja. Wo wir die Galionsfigur würden wir brauchen, weil wir die mit einem Kartenteil tauschen könnten auf dem Antiquitätenhändler auf Booty Island. Aber wir haben nur $60 bekommen und wir bräuchten $6000, um auf die Suche nach diesem versunkenen Schiff zu gehen, das diese Galionsfigur hätte. Dann schauen wir zurück auf Scap Island, weil da waren wir eh schon lange nicht mehr. Wir haben nämlich eine Planke bekommen. Hier. Mit der wir eventuell einen Baum hoch klettern können, wenn wir eine zweite hätten. Wir kennen einen Holztischler, einen Zimmermann. Nicht Eduard Zimmermann, sondern Woody, den Zimmermann. Dem wir eventuell sowas geben können. Vielleicht kann er uns sowas herstellen, zufälligerweise. Er hat aber zwei. Ich probiere es mal gleich so, dass ich ihm die Planke gebe. Und schauen, was passiert. Excuse me, could you take a look at this? Looks fine to me. Ja, aber wir hätten gern ein Duplikat. Ist das möglich? Das wäre eigentlich die Intention gewesen, damit ich ihm das gebe. Yeah. I'd like to look around a bit. Sure thing. Okay, das geht offenbar nicht. Warum nicht? Der hat übrigens Holzbeine hier. Ein Holzbein würde auch gehen. Als Planke? Nein, oder? Zu dünn. Können wir so ein Holzbein vielleicht kaufen? Jetzt haben wir ja Geld. Oh, no, you don't. Wir wollen das kaufen. Oh, no, you don't. Wir wollen das kaufen. Nicht rausgehen. Okay, es gibt nur zwei Holzbeine offenbar. Nein. Schwierig dann, ne? Wir haben ja uns damals schon da umgesehen, was es da alles gibt. Übrigens, Hammer und Nägel gibt's da schon, ne? Pounds and pounds of nails. I need all of them. Ja, das ist das Problem gerade. It says Woody. That's me. Ich will diesen Hammer haben. Hey, don't touch that. It's not a toy. Ja, aber wir... Kann der das nicht verkaufen? Wir brauchen das. Yeah? I'd like to look around a bit. Sure thing. Mist. Der Hammer, ne? Und die Nägel. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Da waren wir bei Stans gebraucht Särgen, die er verkauft, und er hat uns seinen Sarg gezeigt und hat uns demonstriert, wie geräumig diese Särge sind, indem er selbst reingeklettert ist. Wir konnten den Sarg schließen, aber er hat ihn dann wieder aufgemacht. Und mit einem Hammer und mit Nägeln könnten wir eventuell diesen Sarg verschließen. Das wäre zwar ein bisschen brutal, aber wir brauchen den Schlüssel, der bei Stan hinten hängt, zu einem der Gruften. Gruften oder Grüfte? Aber der gibt uns diesen Hammer nicht. Warum nicht? Was könnten wir ihm geben? Wir können den nicht kaufen. Wir können ihn nicht darauf ansprechen. Wir haben eine Säge gekauft. Vielleicht geht damit irgendwas. Vielleicht können wir ihm die schenken, dann gibt er uns den Hammer. No, thanks. Nee. I got my own. Das dachte ich mir nämlich schon. Also mit der Säge könnte man so ein Holzbein da abschneiden. I don't think I should cut that. Ich denke schon. Ach, verdammt. Wir haben noch so eine Holzpolitur, aber die haben wir ja schon benutzt. Ich weiß nicht, ob wir da Sachen auch mehrmals benutzen können. Können wir die Holzpolitur hier auf diese Planke benutzen? I don't want to polish that. Das ist schwierig, ne? Weil... Aber da gibt es eigentlich so viel Holz und wir haben eine Säge. Vielleicht können wir da irgendwas abschneiden, was als zweite Planke dann dienen könnte, wenn er schon kein, offenbar kein Duplikat herstellen kann. Wie geht's denn eigentlich La Grande, nachdem er die Insel verlassen hat? Müsste eigentlich dieses Hotelzimmer da leer stehen, oder? Da gibt es, glaube ich, auch nicht viel, was wir machen können. Only one guest. Der aber schon weg ist. Der müsste sich ausgetragen haben. Da gibt es immer noch Käsereste. Und da könnte man immer noch zu Lago La Grande reingehen. Ich denke, da wird nicht mehr sein. Liegt nicht zufällig
eine Reservierung für ein Kostüm. You look pretty old. Garderobe, Nachttisch. Können wir nicht öffnen. It's a bit on the tattered side. Das Bett können wir benutzen. I'm not sleepy and that bed is disgusting. Das ist richtig. Messy, messy, messy. Sonst gibt's ja da nichts. Oh, das Gemälde. I don't see anything special about it. Then again, I never really have understood art. Okay, das können wir uns nur anschauen. I don't see anything special about it. Then again, I never really have understood art. Garderobe? I don't like to get naked in other men's rooms. Aha. Das wollen wir nicht weiter kommentieren, wir gehen da raus. Also gibt's da nichts mehr offenbar. Die Piraten da oben, da gibt's auch nicht wirklich was, was wir machen können, nehme ich an. Wir können nochmal versuchen, mit denen zu sprechen, aber beim letzten Mal, wie wir versucht haben, nochmal mit denen zu reden. Wir haben schon mal mit denen gesprochen, aber beim letzten Mal haben sie einfach geschlafen. Ich glaube nicht, dass die jetzt gesprächiger sind. Jo. Jo. Aber da ist noch ein Holzbein, das man da hat. Das hatten wir ja poliert, ne? Das ist auswählbar und wir haben die Säge. Könnten wir das vielleicht absägen und dann bekommen wir eine zweite Planke? Oh. Okay. Ich wollte das Holzbein haben. Das ist jetzt da runtergeflogen. Warum haben wir das jetzt gemacht, wenn der das runterfallen lässt? Und jetzt? Was bringt uns das? Können wir nochmal mit dem reden jetzt, wo wir es abgeschnitten haben? I think I'd better make myself scarce instead. Ja, toll. They're sleeping peacefully. Jetzt ist das Holzbein, das Stummel des Holzbeines noch da. I did a pretty good job on it. Toll. That doesn't seem to work. Ja, nichts damit machen. Wouldn't be wise. Mad Marty. I made Largo leave this island. You made cards out of sand. Do I care? Ja. I've got a laundry type question. Meine Frage. Meine Frage wäre jetzt nämlich, warum ich hier mit Mad Marty rede. Ob wir vielleicht ihm irgendwas geben könnten, damit wir noch ein Kleidungsstück bekommen, wo zufällig eine Reservierungsbestätigung für ein Kostüm drinnen wäre. Aber wir haben nichts, ne? Können Sie auch Hosenbeine kürzen? Do you do alterations here? Wir können Beine kürzen. You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. Gut, mit dem können wir eh nicht reden, weil der nichts versteht. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Ja. Das sind auch nur alle drei Piraten, mit denen wir gleichzeitig reden könnten. Ich verstehe jetzt wirklich nicht, warum wir das gemacht haben. Oder warum wir das machen konnten. Wir haben ja nichts bekommen dafür. Haben wir das Bein abgesägt von dem? Oh, warte. Jetzt wird er munter, wenn wir als wir weggehen. My leg! Help! Someone get a doctor! Ein Holzdoktor. Das heißt, kann man jetzt nochmal zurückgehen und mit dem sprechen? Ah, jetzt ist er munter. Er hat's bemerkt. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Can't you see there's an emergency happening here? Genau deswegen wollte ich mit ihm sprechen. Er könnte sowas Grausames gemacht haben. Aber wenn wir nicht mit ihm reden können... Vielleicht können wir jetzt dem Woody sagen, dass er das reparieren soll? Das wäre nämlich gut, dann würde er weggehen. Dann könnten wir uns den Hammer und den Nagel nehmen und die Nägel nehmen. Oh, der ist schon weg. Und hat ein Schild hinterlassen. It says out on house call. Please come again. Ach, Hausbesuch. Das ist ja doch der Holzdoktor, aber das, glaube ich, ermöglicht uns, dass wir den Hammer und die Nägel nehmen. Wir sind kein Dieb, aber wir sind Pirat. Wiedersehen. Ah, okay. Haben wir tatsächlich das, was wir wollten? Hammer und Nägel. Und das müssen wir jetzt auf Booty Island versuchen. Um wir damit Stan eingraben können. Ist zwar brutal, aber notwendig. Wahrscheinlich. Ja, aber damit könnte es gehen. Bevor wir jetzt da wegfahren, überlege ich gerade,
Müssen wir noch irgendwo hin vorher? Nein. Wir brauchen einen Schlüssel der Gruft. Dann kann man zum Friedhof wieder hierher fahren. Und dann kann man eventuell Rapscallion, die Gruft von Rapscallion, besuchen. Zurück zu Booty Island, zu Stan. Und schauen, ob das jetzt funktioniert. Müssen wir aber schnell sein, ne? Last day before I leave for Fat Island. Well, okay. I knew you'd come back. My customers always do. Eventually. Ist auch interessant, diese Kate, die die Schiffe vermietet, meint last day, bevor sie nach Fat Island geht. Vielleicht gibt es da Aktionen, dass das statt 6.000 nur mehr 400 kostet. Naja, man muss sich später darum kümmern. Wir hätten noch mal gerne einen Sarg vorgeführt bekommen. Could you show me that coffin again? Alrighty. Good solid construction on this baby. Aha. Keeps out the worms while your body firm. Worms, could hast du Würmer? Could you get it and show me how big it is again? Alrighty. You know, ja. Nein, wir müssen schließen vor. If you're thinking about one of those cheaper models, first hat nicht so viel Zeit, ne? Der redet auch so viel dann dazwischen. Can I show you anything else? Ja, nochmal drinnen. Could you show me that coffin again? Waren zu langsam. Alrighty. Ich hab das Falsche gemacht. This ist jetzt zuerst schließen. Dann Hammer und Nägel benutzt automatisch. Ah, es funktioniert. Ja. I hear you knocking up there. Jetzt können wir uns nicht bewegen. Es hat funktioniert. Yes, it sure is nice in here. Hey, ja, ja. Wir lassen ihn reden. Das kann man sich da umsehen, ne? Hier gibt es den Gruftschlüssel. Stan's Cozy Crypts. A place to spend eternity, not a fortune. Ich frage mich, warum der einen Gruftschlüssel da hängen hat. Wahrscheinlich, weil der zu verkaufen wäre. Wir ignorieren Stan hier, ne? Ja, ja. Wir schauen mal kurz, ob wir irgendwas anderes hier um sich noch umschauen können. Ich glaube, Stan wird ein bisschen emotional. Wir können das, glaube ich, nicht mehr öffnen. I nailed them in there pretty good. Don't think I can get them out. They must have fused with a Teflon gasket. Oh Lord, I'm doomed. Well, if I had to be stuck in a coffin, at least it's the deluxe model. I nailed them in there pretty good. Don't think I can get them out. They must have fused with a Teflon gasket. Oh Lord, I'm doomed. Ja, wir müssen jetzt gehen. Also stopp, da gibt's noch eine Registrierkasse. Wir sind Pirat. Könnten wir eventuell ein bisschen was da rausholen? Ich meine, der wird's nicht mehr brauchen. It's locked. Oh, die ist verschlossen. Mist. I need to go to the bathroom. It's locked. Mist. I'm losing valuable business. Let me out. I need to go to the bathroom. Be there in a minute. Maybe I'll take a nap. Are you still out there? Hello? Das Spiel gibt uns das vor. Das waren nicht wir. Das Spiel ist schuld. So, hat die Kate zufällig da jetzt Aktionen? Weil die sagt, letzter Tag, bevor sie nach Fat Island geht. I'm interested in chartering a ship. Great. As I mentioned, okay, nein. My fee is 6,000 ja, das ist zu viel. Wiedersehen. I'll come back later. Okay, I'll be here. Gut, wir haben soeben Stan, den Gebrauchtsarghändler, begraben. Und haben dafür aber bekommen den Gruftschlüssel. Und den werden wir jetzt nutzen in einer der Grüfte von Stan. Auf Skap Islands am Friedhof. Am Friedhof, dazu müssen wir da auf die Insel gehen. Wieder zurück und hoffen, das Buch, Big Whoop, was wir jetzt bei Fat Island am Bauch des Gouverneurs liegen haben, weil wir das Buch eingetauscht haben. Da steht aber drinnen, dass einer von denen, der die Kartenteile hat, die vier Kartenteile, hier Rapscallion ist. Das war der Würstchenbudenbesitzer, der in den Flammen seiner Würstchenbude gestorben ist. Das wissen wir von ihm. Das heißt, er muss hier irgendwo liegen. Jetzt können wir mit dem Schlüssel von Stan in einer dieser Gruften gehen. Benutze Gruftschlüssel in Gruft. Die Frage ist nur welche. There's no keyhole. The door's been sealed shut. Aha, das geht mal nicht. Hier. Oh, das geht. Sesam, öffne dich.
Wir sind in einer Gruft und da hängen Beine raus, Füße, die nicht verwest sind. Talk about your slipshod internments. Das ist interessant. Ein bisschen morbide, aber interessant. So hat das 1991 ausgesehen. Warum hängen in einer Gruft Knochen und Köpfe runter? Ich glaube, in einer Gruft sollte es nicht so ausschauen. Sollte man nicht eine Gruft betreten können? Ist das nicht der Sinn der Sache? Dass die Angehörigen da reingehen? Naja. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, welcher der Särge gehört zu Rapscallion? Gehört einer von denen überhaupt? It's inscribed with a quote. Happiness is a warm manatee. Okay, dazu haben wir ein Buch bekommen, das wir ausgetauscht haben. Mit berühmten Piratenzitaten. Eines davon war von Rapscallion. Das heißt wohl, hier wird ein Zitat draufstehen. Famous pirate quotations. Ja. Happiness is a warm manatee. Old skunk eye. Das ist nicht der richtige. I've got scurvy. Fester leech. Auch nicht der richtige. Arrgh! Barney Gout. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Rapscallion. Ah, das ist Rapscallion. Mouthwash. Nein, das mit den Pfeilchen. Sobald das mit den Pfeilchen losgeht, sind wir bei Rapscallion offenbar. Old Bill the Acrobat. He lies in here dead. He died like we buried him. Propped up on his head. Okay, das ist er auch nicht. Komm hier. Kiss me, I've got scurvy. Ah, da steht im Buch, aber ist nicht der richtige. Darrgh! Da steht auch im Buch. Violets are blue. Na? Roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Das ist Rapscallion, offenbar. Dann können wir schauen, ob wir den einfach so öffnen können, den Sarg. Hm. Ah, Ladebildschirm. Oh. Asche. Asche in einem Sarg? Aha. Ist das nicht irgendwie falsch? Sollte nicht eine... Ach so, na, der ist verbrannt, ne? Der ist ja in seinen Flammen der Würstchenbude verbrannt. Warum hat man die Asche nicht in die Urne gegeben dann? Looks like human ashes. Mhm. Sieht aus wie menschliche Asche. Wie erkennt man menschliche Asche und unterscheidet das von anderer Asche? Können sie nehmen? Fein zerrieben. Okay, wir haben Asche einfach so eingesteckt. Achten noch so. Ja, wir wissen, was wir damit eventuell machen können, weil wir kennen nur eine Person, die was mit toten Dingen anfangen kann. Das ist die Voodoo-Tante. Wir können sie nur fragen, was wir damit machen können. Ich hoffe, die kann uns dazu was sagen. Die ist ja eh gleich um die Ecke wenigstens. Im Sumpf. Die Frage ist, was macht man damit? Wir wollten das Kartenteil haben. Wir wissen, dass es jetzt nicht im Sarg ist. Nicht bei ihm begraben. Aber es könnte in der Würstchenbude liegen. Die ist aber verschlossen. Dachtet ihr, da wäre ein Schlüssel drin oder so? Aber mit Asche kann man jetzt so nichts anfangen. Aber vielleicht eben die Voodoo-Tante. Aber was soll die daraus rauslesen? Wo das Kartenteil jetzt ist? Back again, Mr. Threepwood. Ja, diese Asche führt mich hierher, aber ich glaube, wir können die Asche nicht auswählen hier. About that voodoo doll? Yes, it worked pretty well, didn't it? I still have the touch. Ja, schön. Aber wir bräuchten jetzt eigentlich was anderes. I'd like to have my fortune read. I see a hard road for you, Guybrush. Things didn't get easy for you when you defeated LeChuck, did they? People only wanted more. You had to keep proving yourself over and over. The pressure kept mounting until you lost it all. Your fame, your fortune, the one you love. Okay, that's enough. Ja, das reicht. Also wir können sie nicht über Rapscallion und über die Asche ansprechen, offenbar. Well, that's enough voodoo for me. Bye. So be it. Das ist blöd, weil wir wüssten keine andere Bezugsperson, die mit toten Dingen oder mit toten Menschen was anfangen könnte. Wir können auch nicht die Asche benutzen. Wir können die nicht mal irgendwie benutzen. Betrachten, benutzen, Inventar schließen. Ich kann die nicht mal nehmen und woanders hin benutzen. Das ist komisch.
ist sehr komisch. Golden Tongue, the 5-day treatment plan that helps you talk to women. Kannst du dann umschauen, ob es da was gibt? They're unlabeled. They're unlabeled. Aber es They're unlabeled. Bringt wohl nichts. Wir können sie nicht fragen. Display model. Display model. Da oben wir mit der Asche irgendwas anfangen können. Und hier umschauen, mehr als diese Bücher. Ah, da gibt's Bücher. Looks like bound editions of Voodoo Quarterly. Ein Voodoo-Magazin, okay. Können wir die mitnehmen? No, that stuff's way too technical for me. Okay. Ein Früchte-Cocktail? Fruit cocktail. In heavy das gab's syrup. In der Bar auch. No thanks. I don't need it. I don't like heavy syrup. Na gut, dann müssen wir sich damit abfinden. Dieser Faden, der gibt's aber nicht, ne? Nicht zum Auswählen. Verdammt. Da gibt's da nichts. Dann steckt man da wieder fest. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Mit Rapscallion. Vielleicht müssen wir dann in die Bücherei und da irgendwas erforschen. Da müssen wir viele Bücher durchschauen. Also wir hätten schon zwei Anhaltspunkte, die wir eventuell in der Bücherei suchen können. Oder nach denen wir suchen können. Das wäre erstens dieses versunkene Schiff. Mad irgendwas, da müssen wir nochmal genau nachfragen. Beim Antiquitätenhändler. Und das zweite wäre... Tote zum Leben erwecken, geht das? Oder was können wir mit einer Asche anfangen? Das ist das Einzige, was uns jetzt geblieben ist hier. In dieser Gruft. Wir können nochmal zurückschauen, ob ich irgendwas vergessen habe. Vielleicht hätte man noch weitergehen müssen in dieser Gruft. Aber im Moment scheint es hier nichts mehr zu geben. Oder schaut so aus, als würde man da nach hinten gehen können. Es wird ein Weg nach hinten gehen, aber es ist dann doch eher... Nicht der Fall. Mit den Füßen können wir übrigens nichts machen, nämlich hoffe ich zumindest. No way, that might bring them all down. Können wir daran ziehen? No way, that might bring them all down. Ja, okay. Nochmal den Sarg betrachten. Aber da ist halt nichts anderes drin. Dass da ein Ladebildschirm noch kommt. Als Asche. Wollen wir die betrachten? Looks like human ashes. Schaut so aus wie menschliche Asche. Dann stehen wir da. Ohne weiteren Hinweisen. Da müssen wir weiter forschen. Also brauchen würden wir jetzt noch ein Kostüm. Dazu brauchen wir einen Reservierungsschein. Keine Ahnung, wo wir den herbekommen könnten. Obwohl, wir haben noch eine Chance bei diesem Glücksrad. Dieses Zirkus-Dingsbums. Vielleicht kommen wir da dann irgendwo weiter. Das zweite ist, wir bräuchten hier einen Hinweis, der uns weiterführt mit dieser Asche zu Rapscallions Würstchenbude, einer der Kartenteilen-Inhaber. Und dann dachte ich auch, dass man, ja, der Timer, das dachte ich mir auch, dass man mit dieser Planke irgendwo noch hinkommen, dass man eine zweite Planke bekommen. Aber offenbar, obwohl wir haben einen Stock noch. Aber der dient sicher nicht als Planke, nehme ich an. Müssen wir aber probieren. Wir haben noch ein... Zwei Stöcke haben sogar. Vielleicht kann man da eine Planke irgendwie basteln. Aber jetzt ist sogar Woody weg. Wir haben auch noch eine Banane. Und eine Orgel. Und dann gibt es auch diesen Spuck-Contest. Mit denen kann man... Da wissen wir nicht mal, was man da gewinnen könnten. Aber da können wir vielleicht auch nochmal mitmachen. Oder uns genauer damit beschäftigen. Was haben wir da eigentlich bekommen? Ein sauberes, weißes Taschentuch. Ich weiß jetzt gar nicht mal, in welchem Zusammenhang wir das bekommen haben. When the tears come, shouldn't you be prepared? Ach, Stan's das hat previously owned coffins. Stan uns gegeben. Okay, kann man die Asche da irgendwie? That doesn't seem to work. Na gut, steckt mal dabei fest, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir werden es in der nächsten Folge ja, ausarbeiten und schauen, wo uns das hinführt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Aufnahmesession, bis zur nächsten Folge.